Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin gefragt worden, wie man denn in Moodle die Materialien mit einem anderen Kurslehrer teilt, beziehungsweise wie man es hinkriegt, wenn man einen Kurs in einem Jahr gemacht hat, im nächsten Jahr für eine neue Klasse dieselben Materialien zu übertragen. Das geht relativ einfach. Ich habe mich hier jetzt als eine Kollegin angemeldet, die keine Administrationsrechte und keine besonderen Kurserstellerrechte hat. Ihr seid in einem Kurs. Erste wichtige Voraussetzung, um Material von einem Kurs in einen anderen Kurs zu bewegen, müsst ihr in beiden Kursen eingeschrieben sein, und zwar als Lehrkraft. Das heißt, es ist egal, ob ihr Lehrerstufe S, M oder L seid, aber ihr solltet Lehrkraft sein. Und noch eine wichtige Info, Quizze, die also so Moodle-Test, das Format kann nicht von einem Kurs in den anderen übertragen werden, weil zum Test nicht nur der Test selber gespeichert wird, sondern auch alle Versuche, die die Schülerinnen und Schüler an diesem Test gemacht haben. Und das will man natürlich nicht in den nächsten Kurs übertragen. Das ist aber gar kein Problem, wenn ihr eure Fragen bei der Testerstellung immer schön in den oberen Kategorien der Fragesammlung speichert und nicht auf Kursebene. Dann könnt ihr den Test in einem anderen Kurs relativ schnell einfach Frage hinzufügen, wieder neu erstellen. Das ist also nicht so schwierig. So, nehmen wir mal an, ich bin in zwei Kursen Mitglied und möchte jetzt von dem einen Kurs in den anderen Kurs was übertragen. Dann gehe ich auf den Kurs, in den ich etwas hineinhaben will, und dann gehe ich hier auf dieses Zahnrädchen und gehe hier unten auf Import. Also, die Kollegin möchte jetzt gerne aus einem anderen Kurs etwas importieren. Hier werden jetzt die Kurse aufgelistet, die es gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ich würde Informatik suchen, das unterrichtet die Kollegin nicht, also gibt es das nicht für sie. Aber sie möchte jetzt beispielsweise aus einem anderen PGW-Kurs importieren. Das ist möglich, indem beispielsweise jetzt hier 4 PGW-Kurse zur Auswahl nehmen. Ich nehme jetzt irgendeinen. Weiter. Dann überlegt man sich, was man alles übertragen will. Und normalerweise reicht es, ihr wollt eigentlich nur die Aktivitäten übernehmen. Also alle Haken rausnehmen, außer bei Aktivitäten. Dann weiter. Und jetzt kann man sich die einzelnen Aktivitäten alle aussuchen, welche man genau übertragen möchte. Ich möchte jetzt also beispielsweise hier die Bereiche Grundlagen und so gar nicht übernehmen, sondern eigentlich will ich nur die Methodenbox von einem Kurs in den anderen übernehmen. Ja, dann würde ich das anwenden. Sage ich weiter. Dann kann man nochmal prüfen, ob man alles richtig eingestellt hat, und dann Import durchführen. Ich drücke jetzt hier auf Abbrechen, weil ich natürlich nicht in andere Leute Kurse rumfuschen möchte. Dann wären die Materialien aber in dem anderen Kurs. Also nochmal kurz zusammengefasst. Erstmal in beiden Kursen Lehrkraft sein. Zweitens, in den Kurs gehen, in den man die Materialien reinhaben möchte. Drittens, dort in den Kurseinstellungen einen Import durchführen. Und dann habt ihr die Materialien von einem Kurs in den anderen. Auf die gleiche Art und Weise könnt ihr Kurse auch mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Ihr ladet sie einfach in euren Kurs mit ein, und dann können sie sich aussuchen, was sie brauchen, und in ihren eigenen Kurs importieren. Wenn ein gesamter Kurs weitergegeben werden soll oder ihr nicht wollt, dass ihr diese Kollegin oder den Kollegen überhaupt in euren Kurs reinlasst, beispielsweise weil das so ein Kollege in einer anderen Schule ist, dann gibt es noch die Möglichkeit, über Kursmanagement Sicherung, eine Sicherung durchzuführen. Auch da müsst ihr jetzt wieder überlegen, Nutzerdaten bitte nicht mit reinnehmen, Aktivitäten ja, Blöcke nein, Dateien nein, also eigentlich wollt ihr nur die Aktivitäten haben. Wenn ihr dann testen, habt dann vielleicht die Fragesammlung noch mit, Gruppen und Gruppierungen muss man überlegen, dann sagt man weiter. Und dann kann man wieder genau einzeln aussuchen, welche Aktivitäten man übernehmen möchte. Wenn da jetzt ein Test drin wäre, wäre der so, dass man den halt gar nicht übernehmen kann. Und dann würde man hier unten auf Weiter klicken und dann Sicherung ausführen. Das mache ich jetzt mal, eine Sicherung schadet nie. So, und dann steht hier, die Sicherung wurde nur mit Verweisen auf die Dateien erstellt, nicht auf die Dateien selbst. Also wenn man das jetzt nach außen weitergeben müsste, müsste man mit Dateien machen. Wenn man nur innerhalb der Instanz weitergeben will, reicht es, wenn man das ohne die Dateien macht. Sagt man weiter. Und jetzt kommt man in den Sicherungsbereich des Nutzers, und hier sieht man jetzt die manuelle Sicherung, die ich gerade durchgeführt habe. Die kann man jetzt herunterladen. Das ist eine sogenannte MBZ-Datei und könnte sie dann auch einem anderen Kollegen per Mail schicken oder sonst irgendwas, und der kann sie dann in seinem eigenen Kurs über Kursmanagement wiederherstellen, genauso wiederherstellen, und hätte dann auch alle Aktivitäten einfach in seinem Kurs.
Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr ladet euch gegenseitig in eure Kurse ein und arbeitet mit Import, oder ihr macht eine Sicherung, schickt die Sicherungsdatei dem Kollegen und der macht das mit Wiederherstellen in sein eigenes Modul rein. Wichtig ist beim Sicherung und Wiederherstellen, wenn ihr die Instanz wechselt, wenn ihr also von einem Moodle in die andere Moodle-Instanz wechselt, müssen beide Moodle-Instanzen auf dem gleichen Stand von Aktualisierung stehen, also Moodle-Version muss gleich sein, sonst wird das nicht funktionieren und ihr müsst mit Dateien sichern, sonst fehlen euch die Dateien. Pro-Tipp ist übrigens, so eine Sicherung regelmäßig mal zu machen. Also ich würde sagen, macht euch eine persönliche Sicherung immer dann, wenn ihr gerade 3 bis 5 Stunden daran gesessen habt, irgendwelches Material zu erstellen. Sichert auch gerne dann für euch persönlich die Nutzerdaten mit. Speichert die Sicherung irgendwo auf eurem Rechner und wenn ihr eine neue macht und die fertiggestellt habt, könnt ihr die alte ja löschen, damit es nicht mit Dateien überhandelt. Dieser Tipp geht allerdings davon aus, dass ihr eure Rechner vernünftig absichert, nicht durch die Gegend tragt und nach BSI-Grundschutz also auch so vor Hackerangriffen schützt, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler bei euch sicher sind. Wenn ihr euch dessen nicht sicher seid, sichert bitte ohne Nutzerdaten. Es gibt bei uns automatische Sicherungen in Moodle, die jede Nacht durchgeführt werden und einmal pro Woche ungefähr werden die auch auf einen externen Server gebackupt. Aber es ist immer besser, wenn man seinen eigenen Kurs nochmal selber hat. Wenn irgendwas passiert, ärgert man sich nicht so sehr, wenn es dann kaputt ist, weil dann, ich habe jetzt nicht 3 Wochen Arbeit verloren, sondern ich muss nur mal eben kurz meine Sicherung wiederherstellen. Und es fühlt sich persönlich einfach wohler, wenn man weiß, dass man die eigene Sicherung da hat. Okay, das war's zum Sichern und Übertragen von Kursinhalten. Ich wünsche euch viel Spaß.